Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Attack of the B-Team Trust and Betrayal Gestrandet 2.0. Heute mit Anonymous und Nefias. Hi Leute. Und heute hoffentlich nicht mit 3 Minuten drüber. Hoffentlich. Ach ja, passiert. Wie oft ist das schon anderen passiert? Andauernd. Ja. Quasi. Und Anne, du kriegst irgendwann mal einen Regelverstoß. Ja, hab ich jetzt. Euretwegen. Danke. Alles eure Schuld. Das ist nur leichter, ey. Komm. Ja, ich hatte noch nie einen. Das tut jetzt weh, ne? Irgendwann ist immer das erste Mal. Tut mir echt weh. Ich frag mich jetzt, sind die im Nether oder sind die an ihren fucking Türmen? Ja, fucking Türme. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warte mal, ich guck jetzt auf die Uhr. Wir sind jetzt bei 1 Minute. Ja, okay. Mein Magmatic Dynamo hat keine, der verliert immer an Strom. Und mein Lava-Ding, das macht auch nicht weiter. Was ist denn Lava-Fabrikheit? Wie hast du den angeschlossen? Mit Aluminium-Wires. Ja, richtig. Auch die Harry, ne? Genau. Ja. Warte, ich komm gleich mal. Ich sehe aber nicht ganz, warum. Ich komm gleich mal rum. Der zieht hier Strom ohne Ende, aber... Ich komm gleich mal rum. Kommst du gleich mal rum? Ja. Dein Eingang ist da. Ich sehe deinen Namen, das heißt, ich muss jetzt hier rein, dann rechts. Genau. Da. Ja. Hallo. Hallo. Kaktusfarm. Kannst du auch automatisieren, ne? Mit Pistons oder sowas, ne? Nee. Die wachsen immer 3 hoch. Mhm. Heißt, ich meine, das ist. Ja, gut, ineffektiv nicht. Du musst einfach nur, wenn die wachsen wollen und ein Block ist da drüber. Also du musst hier theoretisch einen Block hinsetzen, hier hinter. Da, an den da. Wo ich gerade drauf hau. Der da. Okay. Das stört den Kaktus schon, weil du hast ja bestimmt gemerkt, neben Kakteen darf nichts stehen. Mhm. Wenn hier ein Block ist, wächst der ja. Und der obere Teil ploppt sofort ab. So, und wenn du da jetzt, wenn du da jetzt das mit Pipes, es gibt, ich weiß gar nicht, ob es die hier gibt. Ich weiß gar nicht, ob das hier. Also es gab mal Pipes, da konnten die reinfallen. Und dann hast du die in die Kiste geleitet. Mit Hoppern müsste das auch gehen. So, was ist das denn hier? Magmatic Dynamo. Ja, pass auf. So müsste gehen. Nee, geht nicht, weil, ich hol mal was. Warte, ich komm gleich wieder. Du brauchst noch was. Weil der kriegt ja keine Lava zurück. Der Magmatic Dynamo. Ja, ich verstehe nicht, warum. Ja, weil das durchs Kabel geht ja keine Lava. Was dran? Weil durchs Kabel fließt die Lava ja nicht. Die muss ja irgendwo durch. So. Gleich wieder da. Mal für 1000 Eingänge, ey. Und jeder ist gesichert. Respekt. Wo ist denn die? Ach, da ist eine Tür. So, da bin ich. So. Warte, ich morph mich mal zurück. Du brauchst die Dinger hier. Ich gebe dir mal eins. Die Dinger brauchst du. Okay. Dann machst du so. So. Ach komm schon, Truhe. Das kann es natürlich sein, weil. Ah, ja, okay. Wenn der hier voll ist. Oh. Nee, das wollte ich nicht. Ja, jetzt füllt er sich hier. Wenn du hier drauf drückst. Mhm. Die Energie bleibt immer auf Null. Aber der powert immer volle Energie raus. Und wenn du hier drauf guckst, der ist immer voll hier, der Redstone Furnace. Und der produziert immer. Also du hast jetzt unendlich Energie dadurch. Okay, super. So, danke. Und das ist deine. Ach so, du hast einen Fischer gebaut. Ah. Genau, das ist natürlich cool. Und jetzt baue ich dann noch solche Transportrohre. Und die leiten das dann alles hier in den Redstone Furnace rein. Und ich baue oben drauf, baue ich noch so einen Trichter. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Da. Was? Und dann leitet er das in den Trichter nämlich rein. Mensch, du hast ja doch Ahnung von Technik. Nee, der Trichter sitzt jetzt aber falsch. Weißt du warum? Ja, warte, der muss ich. Ah, genau. So. Genau. Der Marv hat sich eingelesen, glaube ich. Ja, aber ich hab das heute ein bisschen bei Rothermoon habe ich einige Folgen gesehen und habe mir dann ein, zwei Tutorials dazu. Du hast sogar den Crescent Battlehammer. Ja. Jetzt, wen willst du denn damit erschlagen, ey? Der hier reicht doch. Er baut den fetten Hammer, ey.
Im Fall der Fälle? Hat er einen Hammer? Eine Schelle. Ja, du brauchst aber auch für die Pipes. Ich weiß nicht, wie weit Raza, du das bei Raza geguckt hast. Du musst ja auch Servos bauen für die Pipes. Ja, das habe ich nicht ganz gecheckt mit den Servos. Du baust halt diese Item-Ducks, ne? Mhm. Und dann verbindest du die? Genau. Haben die einen Ausgang? Geht das überhaupt? Ja, oben. Achso, ja klar, oben kommt das raus. Jetzt habe ich hier Rawfish, warte, ich pack das mal da rein. So. Ja. Und hier musst du dann an dem Ende hier von der Pipe musst du eine Servo anschließen. Oder das ist so ein Ding, das craftest du, machst einen Rechtsklick auf die Pipe, dann sagt er, dass eine Servo installiert wurde. Dann musst du mit der blanken Faust einen Rechtsklick auf diese Stelle von dem Rohr machen. Und dann hast du da Redstone-Einstellungen, so wie hier beim Ofen. Guck mal hier, klick mal hier rechts drauf. Da siehst du ja rechts so ein Redstone-Zeichen. Mhm. Wenn du da drauf drückst, öffnet sich so ein Fenster. Ja. Und dann musst du bei der Pipe auf Low stellen. Weil okay. Dann ist die Pipe erst aktiv und pumpt auch immer raus. Ansonsten müsstest du, wenn du das nicht machst, eine Redstone-Fackel da an die Wand machen, damit die Pipe aktiv ist. Ja. Aber ansonsten sind die Pipes ganz easy. Du musst nur das mit dem Redstone beachten. So, jetzt hast du auf jeden Fall unendlich Energie. Dein Lava Fabricator ist voll. Ja, jetzt hast du. Sehr cool. Sehr witzig. Jetzt ist der jetzt auch wieder voll. Also. Ja, ja. Bleibt da nicht bei null. Ja, weil du nichts verbrauchst. Dann füllt er sich. Naja, doch, hier die. Ja, die brauchen jetzt nicht so viel, ne? Die sind aber dauerhaft voll, ne? Muss mal gucken, die verbrauchen null. Im Prinzip. Ja, da kenne ich noch andere, die dauerhaft voll sind. Hätte ich an Anne auch wieder was gesagt. Anne, so Technik. Ich will nur meine Blumen anpflanzen, dachte sie sich. Ja. Meinst du, ich werde jetzt allen Vorurteilen gerecht hier? Na, ich bin so, weißt du, wenn ich sowas, solche Sachen spiele, dann bin ich immer so der eher praktische Typ. Und ich habe mir eine Küche gebaut und so und habe mir gedacht, das wäre doch eigentlich ganz cool, hätte ich irgendwie eine automatische Essensfarm. Jetzt bin ich am Gucken, werde ich mal probieren, essen. Ob ich irgendwie, ja, diese Gamer. Automatisch befüllen lassen kann. Diese Gamer. Muss mal eben was holen. Boah. Wie heißen diese Rohre? Item Duct. Duck. Welchen nimmt man denn da? Die Opak. Die ganz easy zum Herstellen sind mit drei Metallen und nicht die mit Glas. Weil die mit Glas, die kannst du noch nicht. Was ist denn Lead Ingot? Die kannst du nicht. Kannst du dir bei mir abholen. Habe ich genug von. Ist das auch normales Erz, das du abbauen kannst? Ja, nee, ne? Doch. Doch, habe ich. Ich habe auch Lead Ingot, okay. Dann ist ja gut. Tin und Lead. Tin ist Zinn, wo war's? Tin ist Zinn, ja. Tin ist Zinn. Hab ich nicht. Das kannst du dir auch bei mir holen, glaube ich, oder? Ja, kannst du. Hab ich nicht. Hesse. Aber ich nicht. Das ist keine Schnitt. Aber ich hab sicherlich noch. Habe ich denn jetzt das hingeworfen? Oh, mein Lager muss ich auch noch machen. Oh, ich muss so viel machen. Ja. Ob das reicht, 150 Folgen? Ja, bei mir nicht. Aber 150 Folgen ist ja nicht Ende wirklich. Du kannst ja noch mehr machen als 150. Ja, gut, ist so angepeilt, ne? Ja, ja, aber nach 50 Folgen darfst du ja mehr hochladen. Deswegen ist es ja auch möglich, über die 150 zu kommen. Nur so. Ist ja nur ein Richtwert. Ein Riechwert. Ein Riechwert, genau. Silber. Ah, okay. Dann mach das Copper, hier. Iron. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Muss ich da nochmal gucken gehen hier. Da ist Tenor. Fabelhaft. Ich habe einen eigenen Schacht bei mir, wo Erze noch zu finden sind und so. Also von daher. Lass mal klauen gehen. Ich will vorher noch erzählen können, als ich Kohle gesucht habe, aber nein, er will das ja lieber. Der will das ja lieber für sich behalten. Der alte Egomar, ne? Aua. Ego-Mar, ich hab Erz. Der alte Egomar.
Ich teile Ingomar nicht gern. Ich bin lieber alleine. So, und jetzt brauchen ihr keine Endermen mehr, weil denen, das zu niedrig ist hier, oder was? Seid ihr schon wieder so penibel, ihr Schweine, ja? Timar vor allem. Team Marv, was? Hallo, ich bin Marv und ich nehme jetzt auf. Team Marv. Hast du Team Marv geschrieben, oder was? Team Marv, bitte, ey. Hast du Team Marv geschrieben vorhin, oder was? Nein. Das wäre der Hit. Das wäre der Hit, ey. Der Oberhit. Das wäre der Reißer. Shit. Krasser Schissel. Schissel Manero? Ja, genau. Übrigens, morgen kommt hier der besagte Vlog raus, Herr Nefias. Morgen. Ich weiß ja immer noch nicht, ob ich mir das wirklich angucken soll. Er muss ja nicht. Der besagte Vlog. Ich weiß nicht, sie hat mir die Frage, ob du dann was verpasst. Sie hat mir was angedroht. Hab ich? Was, die Nippelcam oder was? Geil. Was denn? Übrigens, die heutige Folge hieß bei mir, Nefias macht Nippelcam. Ja, ich hab's auf sowas. Twitter gesehen. Nefias, ja? Hast du gesehen, gut. Ich bin da recht unverkrampft, Leute. Oh. Erfrischende Ehrlichkeit. Ja. Erfrischen. So wie mein Wasserfall über dem Haus von Team Böhm. Ist auch so erfrischend. Erfrischend. Hat das Wasser auch einen Abstand von 5 Blöcken? Nee, obwohl, könnt ihr... doch, Hans. Nein, doch. Oh. Könnt ihr da ja noch gewisse ästhetische Änderungen vornehmen, aber warum? Ästhetische? Ist nur grün. Genau, warum? Was soll der Geiz? Die Mob-Essenz geht jetzt flöten, das tut mir weh. Wo hat sie dir das Flöten gelernt, sag mal? Was? Bei einer Mob-Essenz und du? Flöte. Die Kunst des Flötens, so. Ich bin immer noch professioneller Spieler der Arschgeige. Eines Tages wird jemand zu mir kommen und sagen, Anne, das hast du wirklich schön gebaut. Du gewinnst deinen Preis für das schönste Haus auf diesem Server. Und ich werde sagen, danke, ich habe lange auf diesen Tag gewartet und ich möchte an dieser Stelle vor allem meinen Zahnarzt danken und allen anderen Leuten, die mich so weit gebracht haben. Dem Zahnarzt. Super. Der Zahnarzt, der mich immer hat lächeln lassen. Ja, für dieses 1 Million Dollar Lächeln. Danke ich vor allem Gott. Zahnarzt. So. Jetzt hier. Petze. Was haben wir hier? Das muss gehen hier. Klappt das so? Das kann ich dir nicht sagen, du. Kommt da jetzt wieder Enderman raus? Da wäre jetzt voll Knorke. Ah, mir fallen die Skelette auf den Kopf. Nein, ich habe mich in meiner eigenen Falle eingesperrt. Fuck. Ich muss mich jetzt hier rausbauen. Scheiße. Oh, weißt du, hast du die enttäuschten Gesichter gesehen? Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gehört. Die Gesichter. Wie lang ist unsere Folge jetzt schon? 34 Minuten. 34 Minuten. Was bringt das denn, wenn ich diese Dinger, Wenn du jetzt diese Dinger Dings sagst, bin ich voll informiert. Ja, diese Item Ducts, Rechtsklick mit dem Hammer, dann werden die so rot oder grün. Da kannst du Prioritäten einstellen, aber das brauchst du nicht. So, Item geht noch nicht da rein, geht er später rein. Nein, das braucht er wirklich noch nicht. Das brauchst du noch nicht auf deinem Level. Na, für eine Fischfarm braucht er das wirklich nicht. Er will den Pöbel klein halten. Ich merke das schon. Schweine, ey. So meine ich das nicht. Soll ich's dir erklären, Marv? Soll ich's dir erklären? Kopf ab! Kommt er doch auf die gönnerhafte Tour, soll ich's dir erklären? Oh, ja! Jetzt sonst auch auf die Tour. Die kriegt jeden Sinn, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Du kannst machen, was du willst, ey. Die kriegt dich, die pisst dir trotzdem ans Bein, ey. Pisst dir ans Bein und hat vorher noch Spargel gegessen, ey. Das ist die Kopf.
Es ist ja nicht bei allen so, dass man das riecht, ne? Es ist ja scheinbar. Gut, dass du das weißt. Ja, das Fun Fact und so, ne? Bei manchen Menschen ist es scheinbar so, dass sie dieses Enzym haben, der diesen Stoff da verarbeiten kann, und dann stinkt das bei denen auch nicht, wenn die pinkeln, wenn sie Spargel gegessen haben. Es sind aber wohl irgendwie nur 12% der Menschheit oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dazugehöre. Wieso, du weißt doch bestimmt, ob es stinkt, wenn du Spargel isst. Ich esse Spargel nicht. Ja gut, dann kannst du es natürlich nicht wissen. Ich bin ein Spargelfeind. Spargelfeind? Die hatten ihn den Spargelfeind. Ein Spargelfeind. Ein Spargelfeind. Meuchelt ihn. An den Spargelpranger mit ihm. Jetzt kommen die wieder, ey. Dort. Er hat mich lästern gehört. So echt war das. Mal. Guck mal, die hat gelästert. Ihr Schweine! Weiß ich gar nicht, ob die wirklich funktionieren, die Rohre. Nee, das siehst du nicht. Das siehst du erst, wenn was ankommt. Ordentlich durchspülen, dann weiß man, ob die funktionieren. Ich habe jetzt direkt bei dem Item-Duck, das direkt über dem Fischer ist, habe ich jetzt ein Servo installiert. Und da rechtsklick drauf und dann habe ich auf Low gemacht, richtig? Wozu brauchst du eine Fischfarbe mit Servolenkung? Kannst du mir das leuchtet erklären? Der Pfeil auf der Pipe jetzt rot? Die leuchtet der dann auf, wenn der rot. Ja, aber erst ist er dunkelrot und wenn du es umstellst, wird er hellrot. Das ist ein wichtiger Fakt, den man wissen muss. Dann wird er grünrot und dann kotzt er mit dem Schlecht. Ja, ja. Jetzt ist er hellrot. Ja, dann ist richtig. Dann führt er raus. Moment, geht der Pfeil weg? Da kommt auch schon was an. Ja, okay. Funktioniert. Und ich muss was ganz Wichtiges machen. Meine Exoschwur ging gleich kaputt. Ich hoffe, die kann man mit Bronze reparieren. Nein. Ja, geil, ey. Sag mich nein. Nein. Richtig geil. Sag das nicht. Nee. Warum? Ist das das Wort, was du am wenigsten magst? Ja. Immer diese verwöhnten Einzelkinder. Ich bin kein Einzelkind. Hätte ja sein können. Dann wäre es witzig gewesen. Schon so ein bisschen. Manchmal wäre ich gern Einzelkind. Was? Sag das mal deinem Bruder und deiner Schwester, ey. Das weißt du. Das weißt du. Bist du ein Sandwich-Kind? Nein. So, ich bin Sandwich-Kind. Arme Sau. Ich weiß. Und immer die schwarzen Schafe, diese Sandwich-Kinder. Sandwich-Kind? Also hast Kennst du eine Mutter und zwei Väter? Weißt du, er denkt auch gleich an. Also, was ist das? Anne mal die Worte fehlen. Du weißt aber schon, was Sandwich-Kind heißt, oder? Ich weiß das. Zum Essen. Ha? Also, ich weiß es. Das was zum Essen, habe ich gesagt. Nein, das ist das mittlere Kind bei drei Kindern. Aber es kommt doch das Wort Sandwich drin vor. Wobei bei fünf Kindern wäre es ja schon ein Doppel-Whopper. Eigentlich. Da wärst du quasi so das Stück Fleisch im wow. Doppel-Whopper. Oder die Käsescheibe. Ich weiß nicht, ich esse nicht so oft Burger. Ich weiß nicht, was da so in der Mitte liegt. Normalerweise. Das Fleisch normalerweise. Weiß ich schon, ne? Ich habe zum Beispiel bei McDonald's noch nie einen Burger gegessen. Aber bei Burger King. Ja, aber ich esse bei McDonald's immer, wenn überhaupt, nur Chicken McNuggets. Aber ich darf das ja gar nicht sagen, weil eigentlich finde ich das ja verwerflich. Aber ich esse trotzdem viel zu oft da. Eigentlich finde ich das verwerflich. Ja, wobei man ja sagen muss, dass in anderen Restaurants auch nicht besseres Fleisch serviert wird in der Regel als bei McDonald's. Dann natürlich, man geht zum Landbauernhof-Restaurant seines Vertrauens. Und nimmt da die Küken, die grauenvoll ermordet wurden. Genau. Und entschuldigt das damit, dass wir vorher ein glückliches Leben hatten. So. Genau so läuft das. So. Ich habe ja als Kind das immer gar nicht verstanden. Ne? Da habe ich gesagt, es ist doch viel gemeiner, jemanden zu töten, der glückliches Leben hat, weil der sich doch viel mehr ärgert, dann, dass er stirbt. Das ist berechtigt. Aber der war doch glücklich, ist doch voll gemein. Ja. Weißt du, zum Beispiel, weiß nicht, wie alt ich da war, 8 oder so, da waren wir bei irgendwelchen Freunden von meinen Eltern zu Besuch und da gab es halt irgendwie Wildbret und das wollte ich nicht essen, weil ich gedacht habe, das arme Reh, weißt du, ich hatte so Bambi im Kopf quasi, ne?
Obwohl ja Bambis Mutter eher treffend gewesen wäre. Aber naja, jedenfalls haben meine Eltern gesagt, aber du kannst es ruhig essen, das Reh hatte ein... hatte doch ein glückliches Leben vorher, ist durch den Wald gesprungen, dann habe ich mir das so vorgestellt und musste spontan anfangen zu weinen, weil ich irgendwie dachte, das ist ja voll gemein, das arme Reh, was so glücklich durch den Wald gesprungen ist, einfach umzudringen. Dann wird's gegessen. Ja, das ist Saftladen doch gemein, oder? Saftladen. Total schlimm. Keiner nimmt das ernst. Ja. Doch, ist voll ernst. Keiner nimmt meine Tränen ernst. Oh, ich kann die Exoschuhe nicht reparieren. Das ist jetzt traurig. Das ist traurig. Weißt du, ich erzähl dir hier von toten Rehen und du findest es mit deinen Schuhen traurig. Ja, finde ich traurig. First World Problems. Aber ehrlich. Kacke. So. Ach, ja. Frage ist, was mache ich? Wie mache ich weiter? Frage ist, wer ist eigentlich Paul? Wer ist dieser Paul wer? Von Lima? Bitte? Paul? Paul. Paul? Hans-Peter Paul? Mhm. Hans-Peter Paul? Paulinsen. Was? Popolinsen? Paulinsen? Das hast du gehört. Ich hab eine Popolinse verstanden. Was sind für schön Popolinsen? Weiß ich was. Sind Popolinsen vielleicht die Fusseln, die du manchmal am Hintern hängen hast, oder was? Also boah. Ich habe keine Fusseln am Hintern hängen. Ich weiß auch nicht, was du bei dir alles am Hintern hängt. Alles, weißt du, alles. Sogar, da finde ich sogar manchmal ganze Kaninchen drin, du. Nein, natürlich nicht, Mann, ey. Natürlich nicht. Jetzt versuch dich mal rauszureden. Aus nee, bei euch klappt sowas nicht. Fusseln am Hintern, ey. Da hast du dir höchstens mal ein Kaninchen draus gebaut. Oh. Und dann hat er sein glückliches Leben und du hast erschossen. Denk beschissen abgetreten, ey. Okay, alles gut. Atmen nicht vergessen. Danke. Marv kann nicht mehr. Das arme Kaninchen. Das ist schon witzig mit euch. Ne? Nein. Stimmt. Das habe ich auch nur aus Höflichkeit gesagt. Aber ich muss auch sagen, ich höre immer gern zu. Also es gibt auch. Letztens hat einer geschrieben unter eine Folge. Anne sagt gar nicht. Du hast in die, ja, hat er drunter geschrieben, du hast in dieser Folge nichts gesagt. Und es stimmte einfach. Und ich habe halt echt nicht gesprochen in der Folge. Aber ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam. Ich fand's lustig. Ja, wenn die Kerle die ganze Zeit reden, ne? Kommst nicht dazu. Ja, ich bin ja jetzt nun wirklich nicht jemand, der schweigsam ist, aber weiß nicht. Wenn es so gerade lustig ist und ich zuhöre, dann ist das doch chillig, ist doch voll okay. Chillig so, ein bisschen chillax. Ist doch voll chillig, was da? Zieh mir noch einen durch nebenher. Keiner merkt's. Was? Hab ich nicht gesagt. Hörst du so ein Blubbern? So ein Blubbern hörst du im Hintergrund an. Das wäre schon krass. Geil. So wieder gerade. Dann hörst du so. Ah. Genau. Das war gut. Und dann hörst du noch sein. Und dann noch so Reggae-Musik im Hintergrund. Das Blubbern nicht vergessen, ey. Ja, das sowieso nicht. Das ist ja das, der Fuck yeah. Kannst du haben. Die Wände kommen immer näher. Mimi, der ist ganz kalt. Jetzt ist die Frage, wer da kennt Marv das überhaupt? Nee, aber ich find's auch witzig. Lord of the Weed musst du kennen, ey. Ja, Lord of the Weed, wer kennt das? Da ist das drin. Okay. Hier, kannst Mimi, du haben. Er ist ganz kalt. Du ihn da rein. Du ihn da rein. Oh, ist der Film. Man kann es aber auch nicht übertreiben. Und den Film habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, also den Film in Anführungsstrichen. Ich hab das komplett geguckt, aber ich glaube ich. Es war ein bisschen eskalativer Abend. Es war so, komm, wir gucken uns das jetzt an und dann haben wir alle drei Teile, es gibt ja drei Teile oder so oder vier, haben wir alle hintereinander angeschaut und es geht ganz schön lange. Ja. Wenn man das komplett anguckt. Oh, ich bin aus Versehen in dafür, dass sie für den Film im Knast waren und so.
Waren sie echt? Was, die waren? Ja, so die Gerüchte, ne? Nee, die haben eine fette Strafe dafür bekommen. Echt? Ehrlich? Ja, die waren nicht im Knast, oder? Ja, fette Copyright-Strikes und so. Also die Macher von... Ich stell mir grad vor, wie sie im Knast sitzen. Totally worth it. Ja, ist so. Ja, geil war's schon, ne? Jo. Wahrscheinlich, ja. Scheiße, meine Spitzhacke ist kaputt. Meinst du, das war's wert? Alter, jeder kennt uns. Ja, aber jeder hat sich gefragt, warum da nichts mehr kam dann danach. Ja, weil... Das war aber auch noch vor der Zeit, also eigentlich vor der großen YouTube-Zeit war das ja noch. Ja, da, aber es gab's trotzdem auf YouTube damals was zuerst da, ne? Da war's auf jeden Fall, ja, aber... seit wann gibt's YouTube jetzt? 2006? Also ich habe seit 2008 einen YouTube-Account. Aber ich habe das ausgestellt für meinen... Also es ist sogar noch mein allererster YouTube-Kanal-Account. Du willst also sagen, dass du dir damals als junge Anne den Nicknamen Anonymous ausgesucht hast und nicht XXXAnneXXX? Ja, also eigentlich hatte ich ja SexyGirl14 als Namen. Aber auch mein Knuddels.de-Name. Ich wollte gerade sagen. Oh, wir haben jetzt, Zeit haben wir jetzt? 26 haben wir jetzt, ne? 27. Leute, ey, da müssen wir noch eine Folge machen, das ist so witzig hier. Du wolltest ein Bett? Ja, vor 2 Stunden. Das hat sich mittlerweile erledigt. Ich mach durch, kein Ding. Kein Ding, ich mach. Ja, wollen wir dann jetzt die Folge beenden, bevor wir überziehen? Ja, können wir machen. Ich fürchte mich ja vor einem weiteren Regelverstoß. Ich möchte das Projekt noch nicht verlassen, eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Die leichten Regelverstößen. Ja, der ein oder andere kommt dann da schon mal zustande. Ich würde sagen, das war's dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Grafikback, was abbauen. Okay. Tschüss. Cheater.